Die Geschichte der großen Kulturen und Reiche lehrt uns, dass diese vor allem mit Hilfe einer gut geölten Bürokratie emporsteigen und dann ebenso durch ihre Bürokratie wieder in den Untergang getrieben werden. Dieses immer gleiche Muster haben Archäologen und Geschichtswissenschaftler von den Pharaonen bis in die Neuzeit immer wieder herausgearbeitet und es geht folgendermaßen. Erstens. Ein Kollektiv, das heißt Volk, Stamm oder Staat, schafft es, eine sehr effiziente und effektive Staatsverwaltung aufzubauen. Dadurch gewinnt dieses Kollektiv einen erheblichen Wettbewerbsvorteil gegenüber benachbarten Staaten, Stämmen, Völkern und so weiter. Zweitens, mit Hilfe dieses enormen organisatorischen Vorteils gelingt es, die anderen Staaten zu dominieren, zu erobern oder von sich abhängig zu machen. Dies kann auf wirtschaftliche, militärische, kulturelle, administrative oder diplomatische Weise geschehen oder einer Kombination dieser Faktoren. Drittens, im Rausche des manchmal Jahrzehnte oder gar jahrhundertelangen Erfolgs wird die so erfolgreiche Bürokratie immer weiter ausgebaut. Nach dem Motto, mehr hilft mehr, beziehungsweise dieser Staatsapparat hat uns ja viel Gutes gebracht, also wird es uns durch noch mehr Staatsapparat noch besser gehen. Klingt ja erstmal einleuchtend. Man bleibt einfach bei der Gewinnerstrategie, man fährt einfach immer weiter auf der Siegerstraße und gibt dabei immer mehr Gas. Doch dann kommt viertens und unbemerkt der Wendepunkt. Ab einem bestimmten Bürokratisierungsgrad kehren die Bürokraten mehr oder weniger unterbewusst und automatisch den Spieß einfach um. Nicht mehr sie dienen der Erhaltung und Erweiterung des Wohlergehens von Bevölkerung und Nation, sondern diese dienen immer mehr nur noch der Erhaltung und Erweiterung des Staatswesens an sich. Der Staatsapparat, die Politik und die Bürokratie werden zum parasitären Selbstzweck. Die Nation gleitet in ihre kannibalistische Phase. Wohlgemerkt, dies ist ein vollkommen natürlicher Vorgang, der mit dem Kippen des Machtgleichgewichts zugunsten der Bürokraten losgetreten wird. Fünftens, die Bürokratie verbraucht dann ab einem bestimmten Zeitpunkt mehr Ressourcen, als sie dem Staatswesen einbringt. Das heißt, mit mehr Bürokratie geht es den Menschen immer schlechter als mit weniger. Wohlgemerkt, dies war vor Punkt 5 eben anders. Bürokratie kann also ein Segen sein oder ein Fluch. Es kommt immer auf die Dosis an und den Kontext. Sechstens, da die Politiker und Bürokraten über immer mehr finanzielle, organisatorische und personelle Ressourcen verfügen, und zwar über mehr, als sie zur Erfüllung ihrer ursprünglichen Aufgaben brauchen, sich gleichzeitig jedoch vor dem Verlust dieser im Grunde ungerechtfertigten Überschussressourcen und der damit verbundenen persönlichen Macht fürchten, weiten sie ihre Befugnisse immer mehr in alle Bereiche von Staat und Gesellschaft aus, und zwar eben mit Hilfe jener Überschussressourcen. Siebtens, ab einem bestimmten Punkt erreicht diese eigentlich aus Gier, natürlichen Verlustängsten und Kontrollsucht hervorgegangene Macht absoluten Charakter, auch wenn die Mittel und Strukturen zu ihrer Aufrechterhaltung, Legitimation und Durchsetzung schön verpackt in wohlklingende Namen und altruistische Fernziele daherkommen, deren Erreichbarkeit übrigens meist unmöglich oder nicht nachweisbar ist. Ab diesem Punkt ist keine geordnete Umkehr ohne einschneidende und gesamtgesellschaftlich sehr kostspielige, dramatische Umwälzungen mehr möglich. Denn der Point of No Return wurde bereits bei Punkt 4 überschritten. Und No Return bedeutet in diesem Fall wirklich, es gibt kein Zurück mehr zu Punkt 3. Man muss wieder bei 0 anfangen, im besten Fall. Aber noch sind wir weit vom Kollaps entfernt. Denn achtens kann dieses nun dysfunktionale Staatswesen mitsamt seiner Volkswirtschaft noch eine Weile vor sich dahin existieren oder sogar noch kurzzeitige Phasen des Erfolgs erleben. Schließlich sind zu diesem Zeitpunkt ja noch immer einige sehr leistungsfähige Elemente vorhanden, die unter den alten, nun nicht mehr vorhandenen Bedingungen entstanden sind. Viele kluge Köpfe, noch immer mehr oder weniger leistungsfähige Unternehmen, pflichtbewusste Beamte, gut trainierte und motivierte Soldaten und sogar einige kompetente Politiker. Auch wenn all diese Leistungsträger nun wie aus der Zeit gefallen erscheinen, durch die Meinungseliten marginalisiert werden und ihr Lebensraum durch den permanenten und überproportionalen Zoll an die Opulenzbürokratie immer weiter eingeschränkt wird. Aber neuntens kommt es dann doch irgendwann unweigerlich dazu, dass ein solcher Staat ganz einfach von einem anderen, erfolgreicheren Staat oder einer vitaleren Kultur überrannt und eingenommen wird. In den Geschichtsbüchern ist dann meist nur dieses einschneidende Ereignis vermerkt, zum Beispiel ein Krieg, eine letzte Belagerung, eine entscheidende Schlacht. Doch der Krieg, die Belagerung und die Niederlage waren nur ein Symptom. Ihre Ursache liegt irgendwo zwischen Punkt 3 und 4. Doch über diese langweiligen, ereignislosen Details steht nichts in den Geschichtsbüchern. Meistens sind sie ja eher zweischneidig
uneindeutig. Die weitere kleine Erhöhung der Abgabenlast, nur um ein paar gut gemeinte Dinge mehr zu finanzieren, nur noch eine weitere Subvention, um eine gebeutelte Branche zu retten oder die irrationalen Bürger zu gutem Verhalten zu erziehen, nur noch ein paar strengere Brandschutzvorschriften oder Hygienemaßnahmen. Wer würde schließlich nicht so viele Leben retten wollen, wie nur geht? Antidiskriminierungsbeauftragte und Gesetze auch für die allerkleinste benachteiligte Gruppe in unserer Gesellschaft. Denn wer will schon als ungerechtes und asoziales A-Loch gelten? Ein paar Milliarden für neue IT-Systeme in allen Behörden und Gesundheitseinrichtungen mit endlich gendergerechten Formularen und Anschreiben. Wer will schon in einem Staat leben, dessen Verwaltung nicht respektiert, als was sich die eigenen Bürger identifizieren? Und last but not least, wer wäre gegen anspruchsvollere Beschaffungs-, Vergabe- und Reporting-Richtlinien? Und zwar überall. Bis zum Anschlag gibt der Korruption keine Chance. Naja, wie gesagt, all das sind schöne Dinge. Aber sie stellen viele kleine, marginale, manchmal aber auch größere Komplexitätszuwächse bei Gesetzen und Verwaltungsprozessen dar. Inklusive der Schaffung ein paar neuer Zuständigkeiten, Stellen, Abteilungen, Behörden oder gleich Ministerien. Es gibt ja schließlich Sachzwänge und ein bisschen Luft nach oben ist ja immer vorhanden. Nur dass diese Luft denjenigen genommen wird, welche eigentlich wachsen sollen, um die Leistung zu erbringen.